Wir finden es vor allem auch nicht mehr zeitgemäß, wie bestimmte Konzerte ablaufen. Also, dass man dorthin kommt und es wird ein Stück gespielt, dann wird geklatscht, dann wird das nächste Stück gespielt. Und wir finden, dass das auch für die aktuelle Musik nicht mehr so gut passt. Für uns ist wichtig, Musik zu spielen, wo wir so erkennen, dass da eine gewisse Konsequenz steht. In dem Moment, dass wir so merken, dass das Stück oder der Komponist so etwas, sein Stil, was er oder sie sagen möchte, konsequent ist, dann wir sind voll dabei. Also wir sind dabei nicht festgelegt auf eine bestimmte Ästhetik oder einen bestimmten Stil, bestimmte Kompositionsweise. Das ist für uns besonders wichtig, dass das, was wir da spielen, durchdacht ist. Musik ist ja allgegenwärtig. Das heißt, wir können YouTube anschalten, wir können Spotify anschalten. Man kann zu jeder Zeit an jedem Ort alle mögliche Musik abrufen. Da stellt sich halt auch die Frage, warum sollen Menschen noch in ein Konzert gehen? Wir wollen eigentlich nicht nur Musik spielen. Also wir sehen die Musik nicht autonom. Wir wollen gerne eine Geschichte erzählen oder eine bestimmte Narrative haben in unseren Programmen. Die Musik verbinden mit alltäglichen Geschehnissen oder anderen Kunstrichtungen. Das finden wir sehr spannend. Für mich bedeutet diese neue Musik, dass ich viel, viel mehr meine eigene Persönlichkeit mit reinbringen kann und auch da entfalten kann, weil es einfach noch keine Aufführungspraxis gibt. Und diese Aufführungspraxis, wie sie praktiziert wird, macht uns irgendwie zu einer Coverband ganz oft in der klassischen Musik. Also es gibt so ganz starke Meinungen, was ist richtig und falsch. Und das hat mich immer sehr eingeschränkt. Ja, und auch die Arbeit mit lebenden KomponistInnen ist einfach sehr spannend, weil ich habe dann das Gefühl, dass ich selbst die Musikgeschichte mitgestalten kann. Wir werden immer wieder nach unserem Namen gefragt, weil er doch sehr lang ist und vielleicht auch sehr besonders. Broken Frames Syndicate. Syndicate oder Syndicat ist ein wichtiges Wort in Lateinamerika. Ich bin selbst Chilene und hat eine sehr große politische Bedeutung. Die Arbeiten sich treffen, um organisieren, um seine Rechte zu behalten und zu verbessern. Ja. So in dieser Art und Weise
und ein bisschen als Synonym von Ensemble. Wir haben Syndicate getroffen oder gefunden. Und ein bisschen vielleicht in eine mehr abstrakte Art zu sagen, dass wir kämpfen für unsere Konzeption von, was wir machen wollen. Ne? Der erste Teil, Broken Frames, soll eigentlich ausdrücken, dass wir gerne die Musik befreien möchten aus den musealen Strukturen des klassischen Musikbetriebs. Das kann bedeuten, dass wir vielleicht auch ein etabliertes Werk nehmen und in einen anderen Kontext setzen. Der Stein, der hier jetzt einzeln steht, der ist normalerweise gerahmt von ganz vielen anderen und in ein starres Raster, das jeder kennt, gepresst. Auf diesem Marktplatz, dort wo der Stein mal war, da klafft jetzt eine Lücke, da ist ein Loch. Das ist aber genau die Stelle, die den Menschen, den Passanten, Passantinnen jetzt auffällt, weil da in der Symmetrie, die wir normalerweise gewohnt sind, plötzlich ein Makel ist. Und das ist aber genau die Stelle, wo wir hinschauen. Ich glaube, auf diese Dinge auch in der Musik, in der Kunst ästhetisch aufmerksam zu machen, das ist was, was uns stark interessiert. Und wenn wir uns den genauer angucken, dann gibt es plötzlich Dinge zu entdecken, die wir auf dem Marktplatz im großen Kontext nicht gesehen hätten. Es gibt diese Bruchkanten. Es gibt dieses Loch hier, wenn wir genau rangucken, fängt das plötzlich an zu glitzern. Und das ist genau das, was wir auch mit Klängen eigentlich machen. Wenn wir durch die Welt gehen und wenn wir Musik spielen, die wir spielen, entdecken wir plötzlich Details, die, wenn sie im großen und Ganzen da sind, nicht wahrnehmbar wären. Und wir als Broken Frame Syndicate haben uns vor allem verschrieben, die Dinge hinter den Dingen sichtbar und hörbar zu machen. Das heißt, die Schönheit, die in etwas, was für viele andere vielleicht nicht schön ist, aufzuzeigen und darauf hinzuweisen.